Hallo und hier sind wir wieder mit einer neuen Tasse Kaffee und jeder Menge Kaugummi. Falsche Spieleserie, aber egal. So, weiter geht's. Spider, mach mal Tür op hier. Du triffst die Kasten noch gar nicht. Jetzt, nein, mach mal hin. Raketen. Eine Rakete. Last I heard, we were still using them. Testing payload dispersal up in the Canadian wastelands. What kind of payload? Die sollte übrigens mal mehr looten. Ich habe übrigens da die Gegner noch gelootet offscreen. In dem Raum. Weil warum euch damit belästigen? Mainframe located. Cutscene! There it is! We found the mainframe. Secure that intel. Work your black magic, Lieutenant. Hey, don't be hating a brother for his skills now. Alert. Unauthorized access detected. Kimball Bunker. Enter passcode. You have 20 seconds to comply. Spider. I know. 5, 4, 3, 2, 1. Failsafe countermeasures active. Beginning pre-launch diagnostics. Initiating decapitation strike protocols. The helo's picking up multiple heat signatures converging on you. It's moving into position, Lieutenant. I'll cover you. You better! Objective. Protect Lieutenant Brown while he hacks the mainframe. I'm gonna have to hijack the system. But this could burn out my main Cortex CPU. Just come back in one piece. You got a wife and kid waiting for you. Rex! If this don't work, you tell them. You tell them I died for my country. Tell her that yourself. You hear me? Right. Here goes the mischief. So, Spider, wir beschützen dich. Du machst das schon. Du wirst zu deiner Frau zurückkehren. Just do it. Ich hätte ja gerne hier den Stealth-Approach gemacht. Ich bin ja nicht so der aggressive Spieler. Ich könnte schon, hier ist irgendwo so ein Flammenwerfer-Dude. Zumindest kam mir das eben so vor, aber das kann auch nur gewesen sein, dass meine, was weiß ich was, aufgebraucht ist. Schutzweste oder so. So, das hat jetzt ordentlich wehgetan, aber es hat funktioniert. Also, mal so ganz nebenbei, so Seizure Warning, hier Epilepsie und so, ne? Also, das ist ein gutes Ding der Möglichkeit bei diesem Spiel. Wer da Probleme mit hat, sollte das vielleicht nicht gucken. So, jetzt habe ich das Problem, dass mir gleich die Schrotflintenlinie hier rausgeht. Oh, Junge! Man sollte vielleicht auch auf seine HP aufpassen. Man sollte vielleicht auch aimen können. Klatsch! Well, that worked. Boah, Junge. Boah, jetzt reicht's. Verreck jetzt. Junge. Geht doch. Was? Meine Fresse. Jesus Christ, Katzi, der ist. I did it! Yeah! Objective failed. What? Pre-launch test complete. Coordinates uploaded. Spider! Spider! Lieutenant, what am I supposed to do? Shit, Helo 7-3, requesting immediate evac. Lieutenant Brown is down. Helo 7-3, impound. Too much information! AI corrupted! Blood! Decapitation strike countdown has begun. Tell me what to do. Missile launch autonomous!
Get to the control plate! What? Rip out the ignition controls! On the control box! Shoot the brain cage, Rex! Shoot the... Spider! Locate the missile control panel for me. 5x5. Highlight objective. Objective. Disable secondary ignition controls. Missile in position. So, Junge, fürs... Was? Das muss ich jetzt nicht verstehen. So. Warum stand der wieder da? Eigentlich müsste der... Naja, egal. Piu, piu. Aber hätten wir das nicht schon eher machen können? Power Slide. Ignition controls offline. Countdown aborted. Countdown aborted. Countdown aborted. You are 7-3 on approach. Fast travel allows you to travel fast. HUD rebooting. Stand by. They're back online, Colonel. Thank you, darling. That's Dr. Darling. Dr. Elizabeth Veronica Darling. Colonel Sloan, it's us. Sergeant Rex Power Cole. Lieutenant T.T. Brown. In Anführungsstrichen. Of course. They sent you boys after me. Now that right there, here's the definition of insanity. Darling, you are looking at two genuine monsters. Ist eine Anspielung auf Fucker 3? Und Dings? Wo das Zitat herkam? What happened to your face? Price of power, boys. She's a mean, demanding bitch. She's a wildcat in a sack. Sir, what happened? They said you went off the reservation. It's gotta be a mistake. Ever since the nuking of Canada and the invasion of Australia, the world's been floundering something fierce. We've lost our way, gentlemen. And now the government, our government, talks reconciliation with the Red Menace. But I have a means to redress the balance. Rex, he's lost it, man. What are your orders regarding me and Omega Force, huh? How much does Washington know? I'm sorry, sir. I respect you, but I can't. And you've bought into their goddamn lies. What a pity. Did you download my mainframe into your cortex? Fuck you. I know what you're planning. Your Mark IVs were smart, but way too independent-like. Wag es dich. What the fuck? Ooh, yeah. Anyone can fall in line. We'll be taken offline. No! Klischee schrei. You are dead. Für Spider. Right? Tell you what. I'm giving you a shot at the brass ring, boy. Bitch slap. Hier, Pimp Slap. Briar Patch, come in. Sergeant Rex Colt? Wait, who is this? Dr. Elizabeth Darling. I keyed into your comm when I was examining you. Wounds cut you off from Briar Patch. What the hell was that? I'm sending you coordinates to a safe location. And why should I trust you? Because I hate Sloan. Ja, das glaube ich dir. Okay, Doc, what's the plan? Stay low and stay quiet. The Blood Dragons have poor eyesight and a hunger for humans and cyborgs. What? Hello? Fuck. Scanning cave interior. Exit located. Objective. Escape. War der Plan, Hutt. Alert.
You have no equipment and are completely defenseless. Avoid all contact with cyber soldiers. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo der Spiel, wo das Spiel seinen Namen her hat. What's up with all the blue goo? Holy shit. Da, hallo. Das ist ein Blood Dragon. Das sind Blood Dragons. Und ich möchte mal angemerkt haben, sie haben Hunger und sie sind böse und machen böse Aua. Dr. Darling mentioned they possess poor eyesight. Crouching may be advisable. The creature is emitting bioradiation. I've calibrated your scanner to alert you to their presence. So. Ja, arme Sau. What the fuck? Das hätte ich auch noch nicht, dass er sich damit vorgesetzt hat, aber an sich. Yeah, I'll keep eating. Das ist eine fucking beschissene Situation, in der wir hier sind, möchte ich mal angemerkt haben. That's right. I'll see you here. Oh, mach mal, was auch immer du gerade machen musst. Und lass mich in Ruhe. Mitten durch den Busch. Holy shit. That thing's in my way, goddammit. What now? Detecting heightened olfactory capabilities. Throwing cyber hearts may lure the dragon away. So. Jetzt kommt nämlich der Punkt, warum ich eben, wie mir gerade aufgefallen ist, ich habe vergessen, dass mir die wieder weggenommen werden, wozu die sind. Und ich glaube, es war H. H? Nee, G. G. Steht doch da. Meine Güte. Hier, Flirm. Geh in die andere Richtung. Junge. Jetzt geh. Geh. Ja, geh doch. Objective. Move to the designated vantage point. I recommend collecting more cyber. Hori Shido. Ich möchte mal angemerkt haben, dass die Farbe von denen anzeigt, wie sehr sie mich sehen. Gelb ist so, hey, bist da, und rot ist so, fuck you, ich bring dich um. Voll vergessen, dass ich hier Sneaky Sneak machen muss. Das zieht sich jetzt aber auch eklig in die Länge. So, jetzt unterwegs noch ein paar Herzen einsammeln, weil die werden wir brauchen. Gucken, dass uns kein Drache hier zu nahe kommt. Kaffee ist heute aber wieder lecker. The shield protects the soldiers inside from the dragons, but it won't stop the dragons' laser fusion blast. Laser fusion blast, man. Reminder. Throw a cyber heart at the markers I've indicated. Klatsch! Ziemlich gut getroffen sogar. Und jetzt sieht man auch schon, wie die direkt hier aggro, wie sie sind. Nicht mich sehen. Danke. Und jetzt sieht man auch, was Laser Fusion Blast ist. Laser Fusion Blast ist böse. Kabouts! Holy shit! Ja. Man sieht auch, dass die HP-Leistung von denen jetzt nicht schnell runtergeht, so. Omega Force Soldiers just arrived. I'm not supposed to be here. Oh no. They're rounding up the scientists. Then get out. Not if you want a shot at Sloan. You need to secure the garrisons for supplies. Und die zünden auch immer noch die Umgebung an. Das ist nicht gut. So. Hier drin bin ich ja mehr oder weniger sicher. Und hier ist der Bogen. Der Bogen. Objective. Die Waffe des Jahres 2012. So, wollen wir mal gerade hier. So. Nicht. Y, so. So, da sind ein paar Leute. Da sind Leute. Da sind Leute. Objective. You have several options in securing garrisons. You can kill all hostiles yourself. You can lure the dragons to the main gates. Or you can bring down the mega shields. This will attract nearby dragons to the garrison automatically. Ooh, or perhaps you can... For fuck's sake, shut up, HUD. I do what I want. Understood.
Just keep in mind that there are two ways to turn off the mega shields through either the console or directly at the generator, which you can also destroy. Blah, 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 kill, blah, blah, blah. Können wir mal gerade einer erklären, warum der Generator jetzt explodiert ist? Doc, you someplace safe? I am. This is going to get bloody and messy fast. Those happen to be my two favorite things. So, und jetzt können wir von hier oben schön chillig zugucken, wie die da unten sich prügeln. Eventuell ein paar Pfeile da reinhalten und nicht treffen damit. Oh, ich habe getroffen. So schlecht bin ich also doch nicht mit dem Bogen. So, und jetzt lassen wir dem Blood Dragon da unten seine Arbeit machen. Und freuen uns einen Ast. So einfach ist das. Und jetzt springen wir mal da rüber. In die Basis rein, lebensmüde wie wir sind. Holen uns hier noch die... Gast denn nicht für mal EP für? Egal. Wir holen den Typen gleich da oben runter, hoffentlich. Aus dem Winkel wohl eher nicht. Weil ich glaube, dass der Blutdrache den nicht kriegt aus dem Winkel. Und wieder den kriegt. Hochgeschütte. Hochgeschütte, 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 hochgeschütte. Ho, 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 ho. Weg hier. Danke. Oh. Puh. Dankeschön, Drache. Muss der Drache nur noch wieder hier raus. Soweit ich mich erinnern kann. Hallo. Go, go. Wuhu. Hol das Stückchen. Hol das Herz. Los. Hol's. Oh. Geh raus da. Ah. Ist da noch einer? Du Arschloch. Komm her. Komm. So, jetzt aber gut hier. So. Oh, fucking shit. Jetzt geh doch raus. Raus. Junge. Der... Will der mich verarschen? Der hasst mich aber wirklich. Mutti. Hallo. Boah. Junge, Junge, Junge. So anstrengend war das letzte Mal aber nicht. Ah, komm, jetzt. Ach, der ist... Warum sind da schon wieder Leute? Was nehme ich? Achso, das ist einer von uns. Woher wissen wir das? Grün? Grün, grün. Ja. Leute, das ist nicht gut, was ihr da. Happy Nom Noms. Happy Nom Noms, los. Hol dir das Nom Nom. Los, geh. Ist das überhaupt weit genug geschmissen? Auch wieder nicht, ne? Leichen, 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 die hat er alle gefressen. Ja. Ich kann dir natürlich auch helfen, den zu erschießen, aber eigentlich nein. Mal gucken, ob er das realisiert. Ansonsten müsste ich gucken, wie ich ihn... Ja, los, Puls! Danke! Gucken, wie viel Schaden ich mit dem... Pfeil und Bogen auf ihn mache. Nichts. Cutscene! Yay! Und ich stehe in der Wand. Nee. Das war meine Kaffeetasse. Ich entschuldige mich vielmals. An den Drachen. Da will ich dran beteiligt sein. Das bringt bestimmt EP. Bestimmt übelst EP. Essen Platz. Hallo? Hallo? Okay. Dann gehen wir jetzt noch zum Doktor. Und beenden damit die Folge. Objective complete. Der Katze. Are you okay? Yes, thank you. What are those things? We're not sure. Perhaps a living fossil from the early Cretaceous period. We call them blood dragons. BDs for short. When Sloan drank their blood, it supercharged his cybernetics. He drank their blood? Is that a joke? No, Sergeant. If it is a joke, I'm afraid it's a bad one. The blood supercharged Sloan, making him even more powerful. And one ugly motherfucker. Why are you helping Sloan? And what does he want with that rocket?
Sergeant, slow down, please. We were using the rockets to test biochemical payloads of the dragon's blood. Rockets? As in more red spears? How many? I don't know. A lot. I don't think Sloane is interested in tests anymore. And I don't even want to get into what it does to normal people. That's why he went AWOL? Sergeant, Sloane wasn't entirely there to begin with. Now he has the rockets, and God knows what he's planning. What's with the needle, Doc? Listen, this will make you more like Sloane. Powerful, but without the side effects. No, Doc. No way. I swore an oath to a special lady. Your wife? No. Lady Liberty. She taught me that winners don't use drugs. All right, look. Sloane runs three top-secret facilities, each critical to his operations. I'm sending you their coordinates. Contact me when you reach them, and I'll give you all the intel you need. You got yourself a deal, Doc. What about you? Are you safe here? Just as long as Sloane doesn't realize I'm helping you. Good luck. Dr. Darling. So. Dazu muss ich nichts mehr sagen und damit verabschiede ich mich für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Und da bin ich nochmal kurz. Hier kommt ihr zum Torchlight 2 Video, einer anderen Let's Play Reihe von mir. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Ach ja, und lasst Feedback da.